Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Das Ende des Jahres naht schon und heute gibt's das letzte Tortenrezept in diesem Jahr. In einer Woche ist Silvester und das neue Jahr kommt. Und ich habe mir gedacht, was machen wir denn dieses Jahr für eine Torte? Letztes Jahr habe ich ja diese Huttorte gemacht mit dem Ohrenmacher. Und dieses Jahr soll es mal eine einfachere Torte werden, die auch vielleicht jeder nachmachen kann. Hier ist sie, ich habe einfach eine Uhr gebacken. Und zwar habe ich hier in der Mitte eine Torte. Die hat eine richtig leckere Füllung, so eine Mascarpone-Sahnecreme. Und außenrum habe ich noch Muffins. Das ist dann auch ideal, gerade wenn zum Beispiel Kinder dabei sind, die vielleicht nicht gerade ein großes Tortenstück essen möchten, sondern sich hier einfach einen Muffin wegnehmen können. Und ihr könnt die Torte auch gerne gestalten, wie ihr möchtet. Ich fand einfach so die Idee mit der Uhr und den Zahlen ganz cool. Und ich zeige euch jetzt zuerst einmal, wie ich den Teig herstelle. Innen habe ich eine Torte, die hat so ein bisschen Spekulatius-Gewürze mit dabei und eine Ingwer-Apfel-Orangen Fruchteinlage. Also super fruchtig, super lecker und vom Aufwand her finde ich, lohnt sich es auf jeden Fall für Silvester. Hier sind schon mal die Zutaten für die Torte, also für den Tortenboden. Für den Teig brauche ich 4 Eier, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt, jeweils 200 Milliliter Mineralwasser und Sonnenblumenöl, 265 Gramm Mehl, 1/3 Teelöffel Backpulver, 120 Gramm gemahlene Mandeln, die habe ich jetzt gemahlen. Und hier habe ich noch eine Gewürzmischung, jeweils 1/2 Teelöffel Zimt und Ingwer, 1/4 Teelöffel Kardamom und etwas Nelkenpulver. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Eier und die werden gemeinsam mit dem Zucker, dem Salz und dem Vanilleextrakt für etwa 5 bis 10 Minuten cremig verrührt. Jetzt gebe ich noch bei niedriger Stufe das Wasser und das Öl dazu, lasse die Zutaten kurz einrühren. Das Mehl vermische ich jetzt mit dem Backpulver und den gemahlenen Mandeln und den Gewürzen und hebe die Zutaten dann noch kurz unter. Der Teig ist ein bisschen flüssiger, daher schlage ich jetzt meinen Backring in Backpapier ein. So kann ich verhindern, dass was ausläuft. Und jetzt fülle ich den Teig hier rein. Die Backform hat einen Durchmesser von 20 cm. Und ich habe die Zwischenzeit übrigens genutzt, um eine Ganache herzustellen, eine weiße. Da gibt es das Rezept auch schon auf meinem Kanal. Für die Ganache wird einfach die Schokolade zerkleinert, dann wird die Sahne aufgekocht und alles verrührt. Und jetzt ziehe ich den Teig hier am Rand so ein bisschen hoch, so kann er etwas gleichmäßiger hochbacken. Und so kommt er dann schon in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze und da brauche er etwa 35 bis 45 Minuten. Ich mache auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Die Zwischenzeit nutze ich jetzt, um auch den Muffinsteig herzustellen und da nehme ich jetzt Schokoladenmuffins, weil die vor allem Kindern sehr gut schmecken. Ich zeige euch mal die Zutaten. Für den Muffinsteig brauche ich 150 Gramm Zucker, 160 Gramm Mehl, 40 Gramm Kakaopulver, 1/2 Teelöffel Backpulver, 1/4 Teelöffel Natron und eine Prise Salz, 100 Gramm backfeste Schokodrops, etwas Vanilleextrakt, 2 Eier und jeweils 150 Milliliter Milch und Sonnenblumenöl. Jetzt geht es ganz einfach. Die trockenen Zutaten werden nämlich zuerst in einer Schüssel verrührt. Und jetzt alles kurz verrühren, bis sich alles schön verbunden hat. Jetzt kommen noch die flüssigen Zutaten dazu. Natürlich zuerst die Vanille und auch die anderen flüssigen. Und normalerweise nehme ich immer gerne Buttermilch, weil die einfach so ein bisschen Säure hat. Ich hatte jetzt leider nur normale Milch da und deswegen gebe ich noch einen Schuss Essig mit rein. Denn ich habe hier Natron mit im Teig und Natron braucht immer ein bisschen Säure zum Aufgehen. Also einfach einen Schuss Essig oder zum Beispiel Zitronensaft. Und jetzt alles ganz kurz verrühren. Und jetzt nehme ich einen Eisportionierer und befülle die Muffinförmchen gleichmäßig. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt. Zum Abkühlen habe ich ihn nach dem Backen einfach auf ein Tortengitter gelegt und so mit einem Tuch abgedeckt und jetzt ist er schön kalt. Die Muffins kühlen auch gerade noch ab. Jetzt geht's an die Füllung. Damit die Torte schön leicht wird, mache ich sie ein bisschen fruchtig und eine richtig leckere Mascarpone-Frischkäsecreme. Ich zeige euch mal die Zutaten. Für die Creme brauche ich 500 Gramm Magerquark, 250 Gramm Mascarpone, 400 Gramm Schlagsahne, etwas Vanilleextrakt, 10 Teelöffel Sanapart und 70 Gramm Puderzucker. Zuerst nehme ich jetzt die Mascarpone, die muss nämlich zuerst mal glatt gerührt werden. Am besten direkt mit der Sahne.
Das ist übrigens eine Mascarpone-Quarkcreme und keine Frischkäsecreme. Aber ich wollte sagen, wenn ihr keine Mascarpone mögt oder keinen Quark, ihr könnt das alles auch schön austauschen. Also das geht auch. Geht beides. Jetzt kommt hier ein bisschen Sahne dazu. Dann kann ich die Creme so ein bisschen glatt rühren. Wenn ich Akku habe, wenn ich Akku hätte, dann könnte ich es glatt rühren. Muss ich kurz einsetzen. Okay, jetzt kommt hier die restliche Sahne dazu. Immer vorsichtig, am besten eine größere Schüssel nehmen, damit es nicht so sehr spritzt. Dann kommt hier Salapart dazu und dann kann ich die Creme steif schlagen. So, am besten noch nicht ganz fest steif schlagen, denn jetzt verrühre ich noch den Quark. Das mache ich ganz kurz in einer separaten Schüssel und zwar mit Puderzucker und Vanilleextrakt. Ruhig ein bisschen großzügig, so ein Teelöffel, ist okay. Puderzucker rein und kurz verrühren. Und jetzt könnt ihr einfach nur noch die Quarkcreme in die Sahnecreme geben, ein bisschen unterheben oder auch ganz vorsichtig mit dem Schneebesen verrühren. Die Creme stelle ich jetzt kurz kühl und zeige euch mal die Zutaten für die Fruchteinlage. Die machen wir jetzt nämlich aus Orange, Apfel und Ingwer. Schön winterlich, gell? Ja. Und das hier kann man einfach so abstecken. Dafür brauche ich 2 Orangen und etwa 300 ml Orangensaft insgesamt, einen Apfel, 30 Gramm Ingwer und 5 Gramm Agar-Agar. Ich nehme jetzt zuerst einmal den Ingwer und den brauche ich jetzt gar nicht schälen. Ich schneide einfach nur hier diese harten Stellen weg. Und die Schale, die könnt ihr jetzt auch so ein bisschen einfach so abreiben. Ich schäle den jetzt gar nicht komplett, das reicht schon aus. Und jetzt kann ich ihn einfach fein würfeln. Den Apfel werde ich auch schälen und den auch würfeln. Jetzt ist der Orangensaft an der Reihe. Wie gesagt, brauche ich da ungefähr 300 ml. Und falls mir das aus den 2 Orangen nicht reicht, hole ich mir einfach noch eine. Ihr könnt aber auch den O-Saft aus der Flasche nehmen. Da gebe ich jetzt noch das Agar-Agar mit dazu und verrühre die Zutaten jetzt. Und dann kommt es hier auf den Herd. Äpfel und Ingwerstücke, die gebe ich auch gleich mit dazu. Ich lasse dann die Masse aufkochen und 2 Minuten mindestens sprudelnd kochen, damit das Agar-Agar natürlich auch wirken kann. Die Masse muss dann auf jeden Fall ganz gut abkühlen. Die stelle ich mal ganz kurz zur Seite und kann jetzt hier schon mal den Tortenboden weiter verarbeiten. Den habe ich jetzt bereits hier rausgelöst und der war auch gut in der Kühlung. Und jetzt schneide ich ihn einfach durch. Jetzt kann ich die Torte füllen. Ich habe die Ganache, die hatte ich ganz kurz im Kühlschrank, damit sie ein bisschen fester wird. Ich habe sie in einen Spritzbeutel gefüllt und vorne eine Lochthülle. Jetzt ist nämlich wichtig, dass die Quark-Sahnecreme nicht mit dem Fondant in Verbindung kommt. Das heißt, diese Sahnecreme, die kommt innen rein und außen herum spritze ich jetzt so einen Rand aus Ganache. Und das ist dann praktisch die Isolation und so gelangt die Creme nicht nach außen und beschädigt den Fondant nicht. Die Creme habe ich jetzt auch in einem Spritzbeutel, so geht es ein bisschen einfacher und kann die jetzt hier einfüllen. Da verteile ich jetzt die Fruchteinlage drüber und ihr könnt die auch gerne als Fruchteinlage einfrieren, also als diese Fruchteinlage, die ich sonst gerne mache. Hier wollte ich es einfach ein bisschen flüssiger halten und so rein verteilen und die wird ihr dann wirklich in der Torte gleich beim Abkühlen fest. Und wem die nicht süß genug ist, der kann auch ein bisschen Zucker zufügen. Aber ich finde gerade das Zusammenspiel schön von der Säure aus den Orangen, ein bisschen Schärfe aus dem Ingwer und der Rest der Torte ist ja auch ganz süß. Nicht ganz süß, aber es gleicht sich halt gut aus. Da kommt jetzt der zweite Teig drüber und dann mache ich das Ganze noch einmal. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Und hier muss ich jetzt einfach nur aufpassen, dass die Creme nicht nach außen gelangt. Daher hier noch ein bisschen Ganache dran. Und dann kann ich die Torte noch mal kurz kühl stellen und dann die gesamte Torte mit der Ganache einstreichen. Jetzt gefällt mir die Torte schon richtig gut. Sie kommt jetzt noch mal in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde, dann wird sie schön fest. Und dann kann ich schon schwarzen Fondant nehmen, ausrollen und die Torte damit einkleiden.
Die Muffins sind jetzt auch schön kalt und die sehen wirklich super aus, aber für meinen Zweck muss ich sie jetzt noch ein bisschen zuschneiden. Ich finde es ja normalerweise immer schön, wenn sie einen Hubbel haben. Jetzt muss ich den Hubbel wegschneiden und dann bestreiche ich sie mit etwas Nutella. Ihr könnt aber zum Beispiel auch die restliche Ganache nehmen, also was euch besser schmeckt. Hier habe ich jetzt 200 Gramm schwarze Modellierschokolade weich geknetet und jetzt ganz dünn ausgerollt. Jetzt nehme ich einen Ausstecher, der ist ein bisschen größer als die Muffins. Kann jetzt hier Kreise ausstechen und die dann drüber legen und schön mit den Fingern glatt streichen. Aus den Resten habe ich jetzt hier noch Buchstaben und Sterne ausgestochen. Und damit die schön gold werden, nehme ich einfach dieses Gold Metallic Spray und kann sie besprühen und trocknen lassen. Und anschließend werde ich dann die Sterne und die Buchstaben einfach mit etwas essbarem Kleber auf die Muffins draufkleben. Und die sind dann schon fertig. Die Zwischenzeit habe ich jetzt auch genutzt, um die Zeiger der Uhr auszuschneiden. Die habe ich auch aus schwarzer Modellierschokolade gemacht und besprühe sie gold. Den Fondant rolle ich am liebsten auf etwas Bäckerstärke aus. Die klumpt nämlich nicht und ich kann sie später auch einfach wieder wegwischen. Die Torte besprühe ich jetzt mit etwas Backtrennspray, damit die Fondantdecke gut dran haftet. Jetzt kann ich die Fondantdecke glatt streichen und die Überreste wegschneiden. Die Reste rolle ich jetzt noch zusammen und überziehe auch das Cakeboard damit. So sieht jetzt die Torte aus. Und diese Zeiger sind auch schon schön durchgetrocknet und auch richtig schön gold. Damit die Torte noch ein bisschen spektakulärer wird, habe ich jetzt hier eine Schablone. Und zwar nehme ich ein bisschen Wachspapier, ihr könnt aber auch Backpapier nehmen. Und da schneide ich jetzt kleine Sterne aus. Teilweise habe ich sie auch ausgestanzt. Und zwar habe ich da so einen Sternausstanzer, dann kann man das nämlich hier dran machen. Und so kann ich die Schablone jetzt ausschneiden und die Torte dann mit dem Metallic Spray besprühen. Und jetzt kann ich die Schablone hier drauflegen und das liebe ich so an Wachspapier, das haftet so ein bisschen dran und kann dann das Metallic Spray nehmen, vorher gut durchschütteln und dann vorsichtig drüber sprühen. So, nur so gesprenkelt, das gefällt mir gut. Wo hättest du gerne die Torte angeschnitten, lieber Murat? Also was ich genial finde, jetzt kann sich natürlich jeder einfach diese Muffins wegnehmen. So, wo hättest du gerne angeschnitten? Auf 11 Uhr. Echt jetzt? Ja. Kann ich bitte auf 9 Uhr? Ja, dann schneide auf 9 Uhr an. Oder so, nee, ich mache 9 Uhr. Ich kapiere das immer nicht, wenn die Leute zu mir sagen, auf 8 Uhr kommt gerade jemand. Oder auf 9 Uhr kommt jemand. Und dann ist so, wo? Ja, genau. Jetzt so, guck nicht so. Ja, ja, okay. Aber ich glaube, 12 Uhr ist immer geradeaus, gell? Ja, 12 ist halt oben, ja. Ja, wenn ich nur sage 3 Uhr, dann drehe ich mich nach rechts einfach. Ich weiß nicht, ich verstehe das selber nicht. Ich gebe dir jetzt das Stück mit Happy. Vielleicht wirst du dann ein bisschen happy. Ja, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Gibt es eigentlich irgendwas, das du nächstes Jahr anders machen möchtest? Ich? Ja. Ich werde dich öfter einkaufen schicken. Ja? Was du in der Ruhe hast, gell? Also es gibt nichts, was du anders machen würdest. Ich meine, weiß nicht. Ich meine, mich wirst du nicht mehr los. Ja, das ist zu spät. Das ist zu spät. Nö. Warum? Was willst du anders machen? Sag, was liegt dir auf dem Herzen? Ich würde mehr Sport treiben vielleicht. Ich würde mich weniger ärgern. Echt jetzt? Ja. Du hast mich doch schon geärgert. Wo ist mein Einhorn? Hast du es weggenommen? Ja. Na toll. Was? Ich würde mehr mit den Kindern machen. Du willst mich weniger ärgern? Ja. Ich kann das gerade nicht glauben, aber wir haben es zum Glück auf Kamera. Oh mein Gott. Gib mir mal deinen Teller. Ich will ein besserer Mensch werden dieses Jahr, nächstes Jahr. Du bist doch schon ein guter Mensch. Dankeschön. Noch besser? Noch besser. Geht ja kaum. Und ich möchte seriös werden, habe ich auch vor jetzt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Boah, lecker Schmecker. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen. Komm, Murat, du musst jetzt hier. Yeah! Jetzt darfst du probieren. Okay. Ernsthaft jetzt? Mach das. Wuhu!
Ein frohes neues Jahr, Murat. Dankeschön, dir auch, Sally. Ein bisschen haben wir ja noch. Ja. Ich habe immer Angst gehabt vor den Dingern. Probier's. Und wie schmeckt's dir? Mit Ingwer und Orange und Apfel. Hast du auch noch nie gemacht, ja? Nein. Schmeckt aber echt klasse. Wirklich. Boah. Gleich geht auch Rauchmelder an. Richtig saftig. Ja. Und? Ist aber gut, gell? Ja, ich möchte nächstes Jahr übrigens auch weniger Torten essen. Echt jetzt? Ja, darf ich jetzt nicht mehr so viel backen? Kannst du nicht jemanden einstellen, der die ganze Zeit probiert? Ja, können wir gerne machen. Sollen wir ein Bewerbungsverfahren gleich aufrufen? Ja, also. Wer möchte gerne nächstes Jahr Tortentester bei Sally werden? Genau. Bewerbt euch unter murat@sallyswelt.de. Ja, genau. So, jetzt bewerbt hat der Murat bitte den ganzen Spam und du darfst schon alles auswerten über die Jahre. Genau. Und ich mache ein bisschen Urlaub mit den Kindern. Also, wie gesagt, wer das, sich melden möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wer möchte in Zukunft alle Torten von der Sally probieren? Vielleicht jemand, der keine Gewichtsprobleme hat, schon im Vornherein. Der darf nicht Diabetiker sein, darf er auch nicht sein. Ja. Was darf viel essen sein? Können, gute viel, Gene haben, viel Sport treiben und allgemein gesund sein. Ja. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Murat, das Jahr ist aber noch nicht vorbei. Wir haben ja noch eine Woche. Am 31. dieses Jahr kommt übrigens ein richtig tolles Video online. Kein Rezept, aber da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Falls ihr dieses Rezept nachmachen möchtet, was wirklich nicht so aufwendig ist und wirklich super mega cool für Silvester, dann schaut auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Da steht nochmal alles ganz genau. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt gibt es nämlich noch ein paar Silvester-Snacks. Ja. Last minute. Macht's gut. Tschüss. Meldet euch. Tschüss. Und ich nehme 10 Uhr, ne? Ich nehme 7 Uhr. 7 ist meine Glückszahl. 7. Ich nehme 13. Also die 1 und die 3, dann esse ich 2 auf einmal. Tschüss. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Das war doch gut. Okay, weiter geht's.